Salut zusammen and welcome to another walk in the park. Wir haben immer noch Thomas Freaks Week. Heute ist wieder Zoo Time. Today we have a zoo. And I have to say, it's not a zoo Thomas Freaks built. It's a zoo he finished. Also der hat den nicht vollständig gebaut. Er hat ihn fertig gebaut. Deswegen lesen wir mal, was da auf der Steam-Beschreibung steht. Also, der Name, the name is Badass Memorial Zoo. Das ist ein Zoo, welchen ich für den guten Streamer Gaming Badass. Er erstellte in YouTube Videos den Nordamerika-Bereich, eins den Primatenbereich und das Flusspferdhaus. So, hier Badass built the North American Area, the Ape Area and the Hippo House. Hat er übernommen und abgeschlossen. 6 Themenbereiche, Zoo Tycoon, Easter Egg und nur 2 Dateien zum Einfügen. Die Gehege sind im Livestream entstanden. Viel Spaß. So, I think he did a live, or he mentioned he did a live stream, Thomas Freaks. And yeah, but that's not Thomas, that's Badass, ja, that's not Thomas. Ja, schauen wir mal weiter hier. Das ist der Eingangsbereich. Sieht schon mal richtig geil aus. Kassenhäuschen da, stürmen sie alle rein. Die Tore sind ja auch schön, da. Nice Gates. Gibt es die so im Spiel? Ich weiß es. Da ich nicht baue im Planet Zoo, ist echt ein Problem. Ich kenne nicht die Teile. Badass Memorial Zoo. Betty Beaver führt euch durch den Zoo. Oh, das ist aber lieb von Betty Beaver. Nordamerika, Primaten, Reptilien, Nordamerika 2, Afrika. Nordamerika 2, Eingang, Timberwolf, Grizzly, Primates, Reptiles, Little Asia. And we just go left, because always left, you know. Der Raschen hat uns da trainiert, aber hat doch seinen Grund, warum wir immer links gehen und nicht rechts, gell? Machen Ausnahmen, aber nicht anders. Nur beim Laufen. Schauen wir mal, also hier gab es jetzt einen kleinen Mitarbeiterbereich, Toiletten, Nordamerika 1. Schöne Schilder. Aber hier mit den Grizzlies und so. Hier mal wieder ein schönes, großes Gehege. Aber, ich sehe keinen. Oh, keiner zu sehen. Ah, nee, hier haben wir den Wolf. Der Wolf ist da drin. Okay. Mülleimer, sehr brav. Ah, da können wir reingucken. Das finde ich immer cool. Nordamerika, Betty Beaver. Der führt uns, das ist doch lieb von ihm. Ah, da ist ein Wolf. Da unten war einer. Da ist er hingelaufen. Können wir auch rüberlaufen? Ja, da, jetzt sehen. Oh, mit Jungem. Das ist doch toll. Wo ist der Cup? Hier. Oh, 2 Cups. Yay, yay, yay. Haben sie schon süß gemacht. Jo. Da hat's den Bär drin. Hier ist der Bier. Ein schönes Gehege mit Brücke. Da müssen wir ein paar aufs Klo. Da ist er. Da sind sie. 2 Bären. Schön. Really well done. Nice little one. Big habitat. Should be big. We'll to go over it with the bridge. Damn, is it packed here. Mit den Bären. Okay. Chief Beef, Gulpy, die üblichen Verdächtigen. Oh, Primates. Nice entrance. Schöner Eingang. Hier hat es ein bisschen Steph versteckt. Jo. Schön gemacht hier mit den
Ja, mit, dass wir es einfach verdeckt haben. Den Bambus. Ah, Schimpansen, ne? Ja, alle Babys hier. Always Babies. Even the Chimpanzees. Du Schande, ist was los. Ich bin jetzt mit Absicht, habe herausgefunden, wie es geht hier. Man kann auf Kind, Normalhöhe, aber da sieht man nichts. Also gehen wir mal über die Köpfe. So, we can change the height. And I want to look over the people. I am a 2-meter guy, that's fine. Ein Restaurant da oben. Okay, kann man gemütlich essen? Naja. Bisschen Fastfood, mir ist aber doch Toiletten. Das Dach gefällt mir mega. Und die Fenster. Nice windows. Wir haben auch ein schönes Gehege hier, die Schimpansen. Ne? Können sie sich richtig austoben? Denken? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und nochmal Stuff. Okay, da gibt es Versorgungssachen. Schienen. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung. Wir gehen halt links. Sind die Primaten nur die Schimpansen oder gehört da mehr dazu? Na, hier hat es noch mehr. Hier. Mandarellas. Da hängt er. Oh, da können wir rumlaufen. Wir gehen doch links. We go left. Because we can. Und ich will es von der Seite sehen. Ah, da haben wir so ein bisschen Ruinen. Auch wieder Babys. Everywhere Babys. Wherever you look. Okay. Das ist auch cool, dass man einmal komplett drum rumlaufen kann ums Gehege. Da hat es wieder versteckt. Hidden some stuff. Stuff. Ja. Ist noch höher? Nee. Hier geht es wirklich einmal komplett um das Gehege. Ja, schön mit den Ruinen und so. Was the Ruins? Nice touch. So viel Zwischenwege hier. Also es kann sehr gut sein, dass wir hier ein bisschen was übersehen in dem Zoo. Ist nicht so wie im Planet Coaster, wo ich die Sachen abhaken kann. Und wir sie dann gesehen haben. Reptile House. Das ist cool. Guck mal hier. Sind sehen, so Krokodil, Frosch, Krokodil? Krokodil, würde ich sagen. Ja, Krokodil. Haben wir da was drin? Ah ja. Schwimmt's Krokodil. Ich muss sagen, irgendwie ist schon cool, dass man hier in der Mitte so das viereckige Ding hat, aber es ist ein bisschen trostlos. Also außenrum nicht und so, nur das Becken, also rein das Becken, ein bisschen trostlos an. A little bit disappointed from the bazaar for the crocodile. It's just a square and some wooden plank. That's it. And you can easily hop into it. What I would totally not do. Aber ansonsten schönes Gebäude, schönes Gebäude. It's a nice building. Schlange. Sag mal, haben wir da drüben noch was? Ja. Ah, noch mehr Krokodil. Die da unten durchtauchen? Ist es connected? Ah, it's not. Da ist es. Lauert's. Ja, ganz schön aktiv hier, die Krokodile. Im echten Zoo sind immer so ein bisschen träge. Um nicht zu sagen, sie pennen. Da haben wir wieder was. Schöne Schlängelchen. Nice little snake. Snakes. Even two of them. Da haben wir wieder das viereckige Becken. Das Gebäude gefällt mir trotzdem sehr, aber das Becken in der Mitte, ich weiß nicht. Jetzt haben wir da einen Kaiman. Sieht so aus, ne? Bisschen Fischi-Fisch im Futtern, ne? Ja. Und tschüss. Warum? Keine Ahnung, warum der sich verabschiedet hat.
kenne die Mechanik nicht. Das ist lustig mit dem. Sind wir da? Ah, Turtle. Or Tortoise? I don't know the difference in English. In German it's just Schildkröte. Wasserschildkröte, when it's in the water, it's water turtle. And if not, it's just turtle in German. In English we have turtle and tortoise. I think tortoise is the water one. Am I right? Leave a comment down below. Say if I'm right or not. So. Haben wir nochmal Krokodil-Ding? Müssen wir mal umgucken. Wir kommen zu dem nächsten. Wieder Schlangen. Liegen da rum. Aber schön, 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 schön. Da haben wir. Oh, ja klar, sieht man die da nicht, ja? Und da die Blattheuschrecken drin haben. Blatt, 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 Blatt. Hm. Nö. War da wieder? Noch eine Schlange. Da. Schön am Sonnele. Zingele und Sonnele. Enjoying the sun. Ne? Was haben wir? Oh, eine Terrabosa Blondie. Die ist groß. Wo bist du? Vogelspinnchen. Blondie. Schade, schade. Nicht da, nicht da. Nochmal eine Schlange. Die liegen doch sonst hier immer so offen rum. Hm. Sehe sie nicht. Alligator haben wir hier hinten jetzt. Ich sehe ihn nicht. Mit einer Quietscheente. Ja, geil. Ah, schön, 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 schön. Das? Nee. Wir haben eine große wieder drin. Ist das ein Dead End? Ist das ein Dead End hier? I guess so. Seems to be, huh? Seem to be a dead end. Okay, you have more or less a roundabout here, whatever. In each of the sections here. I like the entrance here, really. It's so cool. Reptile aus. Upsi, wir waren in eurem Gehege. Turtles. Oh, ganz gemütlich. Ist das die Galapagos? Nigra. Hm. Da haben wir wieder einen Plan. Also wir waren Reptilienhaus. We were Grizzly Primates Little Asia. Should be next, I guess. Ja, yeah. Okay, ja. Yeah. Da steht's. Little Asia. Mal hier nochmal die Crocs. Ja, da ist nochmal das Krokodil. Ab ins Wasser. Oh. Schön, aber was ist das? Winterung. Ui, da flackert's aber. Da. Ui, ui, ui. Okay, wir sind hier immer noch Little Asia. Oh, Jaguar. Zum Spielen mit der Kiste? Ne, da haut ab. Er haut ab. He's not toying with the. Oh mein Gott. Ui, ui, ui. Du, du, du. Wir haben nichts gesehen. Oh, wir sehen es trotzdem. Ah, schön, wenn wir hier nach hinten. Oh, und sogar runter. Oh. Mal von unten gucken, wenn sie schwimmen und so. Nice. Ah, das Gezuckel hier, du. Holla die Waldfee. Schönes Gehege.
Aber das Gezuckel, du. Wirklich schön hier. Ah, da rennt er wieder. Oh, sogar ein Wärter drin. Wow, easy, kein Thema. Kann man mal drin rumlaufen. Oh, roter Panda. Red Panda. Red Panda. I like these. They're so cute. Okay. I don't think I can jump from the ground that high. Und, ah, da waren die nochmal. Okay. Aber auch, ja, man merkt das asiatisch Angehauchte. Sehr schön. You really recognize the Asian vibes here. Okay, that's for Steph. That's pretty well done, yeah. It's not too big. Temple. Jaguar? Tropical special. Temple. Ah, and here you see it from above. Okay. That is really pretty. This could use a little bit more here. Das Geflagger, du, das ist ja. Ihr wisst, es nervt mich. Tut mir leid, aber es ist so. I'm sorry, a little bit. Not really. Doch, so ein bisschen. Kleines bisschen. Bitzeli. Oh, wo geht's da hin? War da so ein Memorial Zoo? Nochmal, das war Little Asia. Da, da geht's gar nirgends hin. Jetzt geht's da. Ah, einfach so eine kleine Picnic Area. Just a little picnic area with toilets. With a nice view. I love that. If zoos do that, you have a picnic area or whatever where you can chill, eat something and watch the habitat. Or some animals. In this case, hippos. Okay, in a real hippo, you wouldn't see anything because the water is so dirty. Ach ja. Ist das immer noch Little Asia irgendwie? Okay. Nee. Oh, ich denke, wir sind in Afrika hier mit dem Warzerschwein. Hakuna Matata, wo bist du? Das bist du nicht. Keiner da. Ist das so ein Nasenbär oder sowas? Auf Kinderhöhe? Look how the kid sees it. Oh, der. They were inside. Okay. Yeah, glitch through the woods. That's fine. Ich will hier nochmal hoch. Da stehen auch viele Leute. Hey, wo sind wir hier? Ah, das sind die roten Pandas von oben jetzt. Okay, cool. Aber was ist denn das hier? Das noch zu den Affen? Belongs this to the apes, the ape area. Hey, ich habe ja so das Gefühl gehabt, wir haben die Affen noch gar nicht ganz fertig, aber... Ah, Gorilla. So, schön gemacht hier. Was sind die Gorillas drin? Die sich im Nebel verstecken. Gorillas hiding in the fog. Oh, what I mean. Nee. Gucken wir mal, ob wir die sonst noch finden. Da geht's rein. Was für... Ah, hocken wahrscheinlich alle draußen, ne? Da. Ja, auch wieder ein junger Gorilla. And there they are. Da sind die Adults. Here they are. Jetzt rennen sie rein. Jetzt, wo ich hier bin. War so klar. Ich komme, sie hauen ab. Sehen wir dafür hier das Warzerschwein irgendwo? Ja, ha, Tatsache. Da rennt's rum. Ihr wisst ja, Pumba und so, ne? Okay, dann will ich nochmal da hoch. Ah, da sieht man, das ist ein Maskorilla-Gehege. Die glitschen ganz schön durch hier, die Tierchen. Ah, das sind wir zu den Dingen. Ah, oh, das ist ja auch schön hier. Dem Grün und so. Schöner Ausblick auf die Gorillas. Hinterm Glas, da werden sie auch nicht so gestört. This is a nice view to the gorillas without...
Interfering, auf, weiß nicht, stören. Hält's Wort nicht ein im Englisch? I'm sorry, I miss a word in English. But gorillas doesn't get distracted from the visitors when they're watching here. It's pretty cool. Best to use reflective glass or so. One side glass. Okay, wo sind wir hier? Das waren die, haben wir gesehen. Da war das Warzenschwein. Ich finde den Zoo echt cool bis jetzt, gell? Zumindest solange wir auf Gäste-Level sind, haben wir auch von oben kurz angeguckt. So, really nice Zoo. Ah, oh, hier auch mit Tribüne. Oha, oha, oha. Die haben eine riesen Bassade, die Hippos hier. So. Big habitat for the hippos. All the zoos I know they have. Yeah. I think it's okay from the size. I don't know, but way smaller than this for hippos. Because they're usually in the water and doing not a lot. Vulpera. Ooh. Wüstenfuchs. Ne? Where are you? Hello. Da haben wir auch noch Bisons. Büffel. Some Buffaloes. Ich habe gar keine Ahnung mehr, in welcher Area wir sind, gell? I have no idea. Oh, there it is. Das ist doch ein Fennec im Deutschen. German is called Fennec. Sieht zumindest mal stark danach aus. Sind wir bei den Löwen? Yeah, Lions. Chilling in the sun. Those cubs again? Yeah. So many babies in this zoo. Ah, da war das Hippo. Ist jetzt im Wasser. Ist auch ein Baby-Hippo. Gerne Baby. Elephants. We check this out later. Ah, da ist ein Schild. Reptilien-Primaten-Restaurant. Little Asia waren wir, Nilpferd House waren wir nicht. We were not in the Hippo House. Maritimopolis. Maritimopolis. Das sieht ja mir hier stark nach Eisbären so aus, ne? Looks like ice beer. Oh, no, no, no. Seals. Komm mal, Robben. Das ist mal ein bisschen arg quadratisch hier. It's a little bit squarry, this area. Was haben wir dann noch? Delaware Arena. Okay. It's all for the stuff here in the back. Ja. Yeah. Oh, nein, da geht's auch noch weiter. There's more to discover in the back. We had the seals. Little Asia, did I miss an entrance here? Sorry, I'm glitching through here now. No, there's no pass. There is a pass. Did I miss it? Wie konnte ich den verpassen? Okay, okay, okay. Wir gehen mal kurz in die freie Kamera. We go shortly in the... ich hätte hier einfach geradeaus gehen sollen. Okay. Would have been pretty easy. Find the pass here. Das ist natürlich jetzt richtig cool. Großes Becken. Viel zu entdecken unter Wasser. Seems to be sea lions. Ja, immer diese lateinischen Namen. Ja, du. Den kann diejenigen anfangen. I never had Latin.
Iglos. Oh, Pinguine sogar hier. Auch wieder mit Babys. Genus Babys. Boah, da geht's auch noch runter. Auch wieder schön groß. Die können ja richtig schön schwimmen. So, so ein Zoo in der Realität wäre schon sehr gut für die Tierchen. Meistens sind die doch ein bisschen kleiner. Vulpes Lagopus. Da hat es nochmal so ein. Ist der Fuchs wieder hier? Sehen nur mal wieder nicht. Hallo, Schneefuchs. I cannot find it. I'm sorry. Was ist? Nee, war nur eine Kiste. I'm sorry, guys. I cannot find it. I don't want to wait 10 minutes for the animal to appear here. Ah, here's the ice bear. Oh, probably. It's a little bit flat for the ice bear here, in my opinion. Könnte ein bisschen mehr vertragen hier an der Stelle. Oh, it's swimming. Cool. Ah. Aber ich muss sagen, schön groß das Gehege wieder. Das finde ich immer schön, wenn die Leute hier wirklich große Gehege bauen. Wenn es ein ernst gemeinter Zoo ist. So, if it's a serious zoo, I like it if people build big habitats. Maybe there are fun projects and stuff as well, then it's a game at the end. Do whatever you like. Na, ah, das war der Rundgig. Okay. Da war Little Asia. Maritimopolis haben wir gesehen. Nilpferdhaus haben wir aber jetzt noch nicht gesehen. Und Little Asia und... Where's the Hippo House? Should be here. Okay, sorry, camera switch. Why is it called Hippo House? Is there an entrance? That's for the step. Ah, das Hippo ist wirklich... Okay, that was the eating area. Underneath. Okay, ah, hier war der Rundweg. Sorry, ich bleib kurz in der Kamera. Kann man nochmal essen, ein bisschen Tierchen angucken. Ist schon schön. Richtig gut. Das gefällt mir auch hier. Steinbette. Beete. Die habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. I haven't recognized these stone flower bead. Okay. Also, gehen wir wieder zurück in die Erkundungsmodus. Alle ab. Here we go. Du, du, du. Oh, Giraffes. Schon mal der Wüstefuchs. Das sind auch Kugel hier, die Statuen. Falle mal mega. Giraffen. Ein bisschen Musik. Mal schön hoch alles bei denen. Da haben wir auch noch was. Ah, die Tapire sind es, glaube ich. Nee, nicht Wessen. Oh Mann, wie heißen die? Okapi. Die sind so lustig. Und coole Tiere. African Wipes hier. Ist ja cool, die Statue. Nice little African Market Style. Well done. Wieder schöne Sachen in dem Spiel. Da. Oh, die Elephants. Oh ja, großes Gebäude. Big house for the big animals. Ja, Giraffes and Elephants. Aber das schönste Elefantengehege, the most beautiful elephant habitat, ist in Zürich. Das ist wirklich Zürich, das ist der Hammer. Müsst ihr euch ansehen. Ich habe es im letzten Mal schon gesagt. Guckt es euch an. Ich höre euch. Ihr lacht hier doch.
Da sind sie. Die sind am Kabel. Okay. Hygienen. Hygienen sind auch cool. Schön anzusehende Tiere. Oder? Okay, gehen wir mal durchs große Gebäude durch. We go. Das Big House. Was haben wir da noch? Primaten, Restaurant, Beaver, Ausgang, Nordamerika 2, North America 2, we have not yet seen. Oh hier, kleine Erdmännchen. Oh, da hat es noch mehr so in dem Stil. Wir haben noch nicht alles gesehen, da bin ich mir sicher. We haven't seen everything here. Mach jetzt durch. Das sind schön gemachte Gebäude. Oh, da Löwe und die Kleinen. Ganze Familie anwesend. Na gut, der haut ab. Ah, haben wir die auch gesehen. Da geht's auch noch irgendwo hoch. Da waren wir noch gar nicht. Da waren wir vorhin, das weiß ich. Lassen wir rüber. Ah, das war bei den Büffeln. Kann man hier hochgehen und schön die Aussicht genießen. You can go up here and watch the buffaloes. Okay, nice. Gut, gut, gut. Dann jetzt aber Nordamerika, glaube ich. Now North America, I guess. Okapi, we have seen. Hyenas, we have seen. Elephants, giraffes, Löwen. Yeah, we have seen, we have seen. Timberwolf, Grizzly, Prairie Elk. Biber. Prairie Elk. Elks. Okay. Das ist alles in Nordamerika 2. Chilienhaus in Afrika ist immer noch nicht durchgelaufen. It didn't go through me. Beaver's Creek. Jetzt hier überall hin. Was, da sind die Biber. Da sind die Biber. Beavers. Beaver, Beaver, Beaver. Tja. Aber beinahe zu sehen. Dann machen wir mal hier hoch. No Beavers to see. Oh. Oh. Der Puma. Berglöwe. Die stehen hier. Sind sie hier? Ajo, da liegt einer gekuschelt. Lieber, denke ich mal. Ja, ja. Easter Biber. Easter Biber. Ah, da. Da sehen wir einen Lauf. Hello, little Biber. Ja, schön großes Gehege für die. Fällt mal mit den Büschen und auch, dass man so einen Damm da hinten gebaut hat, finde ich auch cool. Ja, hat man vorhin gesehen, als ich unten geguckt habe. Jetzt sind wir hier beim Berglöwen. Puma. Puma, da ist er. Nicht ungefährlich. Und gibt es einige noch in den USA. Kanada, denke ich auch. A lot of the Pumas. Mountain Lions in the US. Ah, da ist der Connection zu nach Afrika mit den Elefanten. Nordamerika 2. Da ist der Elch. Den Puma haben wir gesehen im Backlift, aber ich finde das Gehege echt schön. I like the habitat of the mountain lion. Oh, it's eating. Huh? Elchi. Elchi, Elchi. Seine eigene Lodge. Has its own lodge, the elk. See? No, that's a stop. No, that's... Yeah, it's sleeping. Okay. No worry, they cannot die. Not with the settings I choose. Ja, cool, meine eigene Hütte hier, hm? Ah, da. Alarmschlafende.
Ich mach mich so müde. I get so tired if I see them sleeping. Okay, da war der Mountain Lion. Merida, glaube ich, müsste es hier sein. Redux. Das war der Eingang. Kein. Hello, little fellas. Where? There you are. Ja, kleiner, süßer Präriehund. Diesem Ding, das kennt man. Wenn so ein bisschen erhöht ist mit Graben, dass sie nicht hoch können. Man sieht es aber da schön. Ja, auch wieder. Schön gemacht, gefällt mir. Okay, ich glaube, wir sind durch. Da waren wir nämlich schon. I think we've done the tour through the zoo, so I will switch to the other camera. Because there's a little bit more to see. Yeah, that was the zoo. We were lions, hippos, the round tour in the more arctic area, giraffes, hyenas. Yep, haben wir alles gesehen. Aber wir können mal noch kurz gucken, was es draußen hat. Okay, blueprints. I think these could have been deleted. Just performance better. You know. Egal. Nicht so wild. Ah, da hat man noch Hafen-Area angefangen zu bauen. So. I started to build a little bit of harbor area. Nice ships. Yes. That's pretty nice. Pretty canary. Okay, for the animals, staff rooms, management, whatever. Little bit backstage area here. And more backstage, even more. Also Gewächshäuser und so. Dann eine Fabrik, also. Yeah, a little bit started here, started there, but not finished yet. Maybe. Also just some placed blueprints to use later, I don't know. Vielleicht auch hier wieder für späteren Gebrauch. Keine Ahnung, aber hat mal wieder gefallen dazu. I like the zoo and I love to walk around with the new camera there on guest level. That's perfect for a zoo visit because it's most immersive. Also ich finde das wirklich klasse da. Auf Gästehöhe rumzulaufen ohne Tadget-Cam, kann die Höhe ändern und so. Richtig cool. Hat mir sehr gefallen auf der Höhe dazu. Gab so ein, zwei Sachen wie das Geflicker und sonstiges. Mein Gott, Kleinigkeiten hier. Hat mal Spaß gemacht. Hab den Zoo. Ja, doch. Oh, das sieht. Mir gefällt das Puma-Gehege wirklich mega. Ich weiß auch nicht. Ich mag das voll. I love the mountain lion. Habitat. I don't know why. It's what it is. Just my taste. Aber ja, hoffe, hat euch auch gefallen. Danke fürs Ansehen. Freut mich mega. Ich wünsche euch, I wish you well. Ciao zusammen and don't forget to like the zoo. Bye.